Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Subsistence. Auch heute gehe ich mal wieder auf die Suche nach den feindlichen Jägern, denn die brauche ich ja, damit ich hier an Zahnräder komme. Und von daher führt da kein Weg dran vorbei. Vielleicht habe ich auch in der heutigen Folge mehr Glück, denn in der letzten Folge, ja, habe ich leider keine Jäger gefunden. Dafür aber diese schöne spezielle Lootkiste, vollgepackt mit gutem Zeugs, was ja auch nicht schlecht ist. Aber wenn wir jetzt noch Zahnräder finden würden, dann wäre ich schon ganz glücklich. Dann können wir nämlich da früher oder später auch mal diesen BCU-Cracker herstellen. So, hier haben wir noch ein bisschen Kupfer. Das ist gut. Hier gibt es noch eine Kiste, das ist auch gut. Lauter tolle Sachen schon zu Beginn der Folge. Sehr schön. Okay, ja, ich denke mal, wir machen uns auf in diese Richtung. Genau gesagt in diese Richtung hier hinten. Die ganzen Felsen entlang. Denn da war ich ja schon länger nicht mehr. Und mit ein bisschen Glück finden wir auch da feindliche Jägergruppierungen. Mal gucken. So, hier haben wir noch Kupfer, müsste das sein, oder? Nee, nicht Kupfer. Das ist Potassium. Nee, das ist Eisenerz. Umso besser. Potassium und Eisenerz. Das werde ich nie lernen, dass ich die beiden auseinanderhalte. Aber nun gut. Sei es drum. So, hier haben wir noch ein bisschen Fibers, oder? Gut. Da unten gibt es auch noch eine Kiste. Nehmen wir gleich mal mit. So, hier ist sie nämlich. Schön. Gibt es da noch eine Kiste? Nee, das ist nur Scrap Metal. Was heißt nur? Das holen wir uns natürlich auch. Ein Scrap Metal ist besser als kein Scrap Metal. Aber Jäger sehe ich keine hier. Weit und breit. Wenn man sie mal brauchen würde, dann verstecken sie sich. Nee. Nichts zu sehen. Nun gut. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Irgendwo finden wir sie ja dann wahrscheinlich. Oder auch nicht, je nachdem. Da oben ist ein Bär. Den wollte ich eigentlich nicht angreifen. Wenn ich nicht unbedingt muss, wir schleichen uns mal still und heimlich dran vorbei. Wobei, komme ich hier überhaupt? Was ist denn jetzt los? Okay. Ich wäre hier fast nicht mehr weggekommen. Bei Hedder im Zaun. Das wäre nicht so gut gewesen. So, der Bär ist... Okay. Weiter weg können wir uns die Kiste holen. Mal gucken. So, leise, still und heimlich. Gut, mitnehmen und Abflug. Nix wie weg. Bevor er sich's hier noch anders überlegt und umkehrt. So, da unten gibt's doch eine Kiste. Schön, holen wir uns doch gleich mal. Immerhin bekommen wir Kisten. Auch wenn wir keine Jäger finden. So, ja, wir gucken jetzt trotzdem mal hier weiter. Mein Charakter sollte allmählich mal ein bisschen durchschnaufen dürfen. Denn dem geht die Puste aus. Okay, dann bekommt er gleich mal ein paar Blueberries. Ein, zwei Proteinriegel, damit er wieder auf die Beine kommt. Okay, noch einer. Gut, perfekt. Ja, schauen wir mal. Vielleicht sehe ich hier irgendwas. Nee, sehe ich nicht. Außer ein Bären und ein Wolf. Aber sonst nicht recht viel. Komisch. Wie vom Erdboden verschluckt. Die Jäger hier.
Was ist das da hinten? Seht ihr das, was ich sehe? Das ist ein Jäger. Sehr schön. Endlich. Das lange Suchen hat sich gelohnt. Ah, jetzt muss ich nur noch hier versuchen, die still und heimlich abzumurksen. Dann könnte ich mir einiges an Zeit und Nerven sparen, wenn wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite hätten. Okay, hier sehe ich schon mal keinen. Der war doch da irgendwo in den... Nee, da ist er. Da ist er. So, leise anschleichen. Ah, wo ist denn der jetzt? Der steht jetzt relativ ungünstig, oder? Kann das sein? Ausgerechnet muss sich der hier... Ah, da ist er. Okay, ich glaube, der hat mich... Hat mich der schon gesehen? Nee, der geht aber in meine Richtung. Hm. Das war's dann wohl mit dem Überraschungseffekt. Na, komm nur her. Okay, jetzt traut er sich nicht mehr anscheinend. Hm. Da probieren wir es halt mal so. Da ist einer. Sehr gut. Da kann ich den von hier schon umnieten? Ich glaube nicht. Okay, einer ist tot. Ruhe. Perfekt. Kurz und schmerzlos. Machen wir es halt so. Ich habe keine Bandage, sehe ich gerade. Das ist schlecht. Ich blute hier schließlich alles voll. Da, mach hinne. Komm. Es geht hier schließlich um dein Leben, Charakter. Nicht um meins. Sodele, bandage yourself. Gut, mal gucken, habt ihr jetzt Zahnräder für mich oder nicht? Ei, ein Zahnrad. Und er hoffentlich ja auch noch. Ah, schade. Aber eins ist besser als keins. Mechanical item, used for advanced crafting. Gut, das heißt aber, wir müssen da noch viel, viel mehr sammeln. Denn... Wir brauchen ja doch einiges an Zahnrädern. Ich habe es zwar jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie viele, aber mit einem komme ich definitiv nicht weit. So viel kann ich schon mal sagen. Naja, gut. Der Anfang ist schon mal gemacht. Immer positiv denken. So, ja, gehen wir jetzt schon nach Hause oder gehen wir noch nicht nach Hause? Das Inventar ist eigentlich gänzlich voll. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Ich könnte aber zumindest noch diese Fibers hier mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Und da vorne noch die Kiste. Der Wolf ist jetzt ausgerechnet in der Nähe der Kiste. Habe ich noch Platz für Fleisch? Ja, hätte ich noch. Gut, dann wisst ihr, was zu tun ist. Gut, erledigt. Da, was hast du Schönes für uns? Hey, Fleisch und ein bisschen Fett und eine weitere Bandage, die wir uns dann gleich herstellen können. Mit dem gefundenen Stofffetzen. So, ein bisschen Munition auch gut. Und es dämmert schon. Umso besser. Dann wird es jetzt sowieso allerhöchste Zeit, hier den Heimweg anzutreten. So, mitnehmen. Wir gehen jetzt aber mal lieber in diese Richtung hier, denn ich möchte nicht den Jägern in die offenen Arme rennen. Das wäre nicht so gut. So, das nehmen wir mit. Das. Oh weia. Oh weia, oh weia. Hat mich der gesehen? Ah, gesehen schon. Aber ich bin noch nicht auf der Flucht. Er hat mich zwar gewittert, aber er jagt mich nicht. Das ist gut. Denn ein Level 3er Bär, ja, teilt gut aus. Ein Level 1er Bär teilt auch gut aus. So, gut, dass mein Charakter mittlerweile
schon schön gut sprinten kann, da er sich ja schön mit Nahrung vollgefuttert hat. So, werde ich noch verfolgt? Nein. Das heißt, wir holen uns noch hier das Erzvorkommen. Gut, okay. Tür auf, Tür zu und nix wie rein in die Basis. Zalele. Ja, BCU Cracker. Wie viel brauchen wir denn da an Zahnrädern? Wie viele? 30 Stück. Und ich habe jetzt erstmal eins. Boah. Also das wird ja. Ja. Also das dauert noch. Uns wird nicht langweilig. So viel kann ich schon mal sagen an der Stelle. 30 Zahnräder braucht man da. Naja, damit habe ich ja mal gar nicht gerechnet. Ja, wir zünden hier gleich mal wieder das Feuer an. Ach, habe ich überhaupt noch was zum Anzünden? Nee, habe ich nicht mehr, sehe ich gerade. Ich habe nichts mehr zum Anzünden. Okay, gut, dann machen wir uns was. Ein Fire Starting Kit nämlich. So, gut. Craft. Und da können wir uns auch gleich ein schönes Steak hier braten. Zum Abendessen. Damit er wieder was zu beißen bekommt, der Charakter. Sodele. Zack, und das kommt hier noch hin und dann anzünden. Halt, so und so und so und so. Schön. Perfekt. Ja, was machen wir mit dem anderen Zeug? Ich würde sagen, wir verstauen das als allererstes Mal. Das kommt hier hin, das kommt hier hin. Mal kurz wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Gut, okay. Dann haben wir noch Asche, die kann auch weg. Das kann ebenfalls weg. Haben wir sonst noch was, was ich weglegen kann? Eigentlich das ganze Scrap Metal gerade, sehe ich gerade. Das ist genauso überflüssig im Inventar. So, das kann weg. Ja, das brauchen wir auch nicht dabei. Gut. Okay, schön. Das noch weglegen. Und dann haben wir hier nur noch das ganze andere Zeugs, was wir aktuell nicht brauchen. So, eine weitere Bandage wäre nicht schlecht. Die stellen wir uns gleich mal her. Gut, und ansonsten könnten wir eigentlich gleich mal diese Medical Plant Seeds anpflanzen. Denn das ist ja jetzt auch ein neues Feature mit dem neuen Update. Wurden ja diese Medical Plant Seeds hinzugefügt für alle, die letzte Folge nicht verfolgt haben. Diese Gears hier, die legen wir mal da rein. Gut, und ansonsten können wir uns dann eigentlich noch gleich um das Fleisch kümmern. Ui, fällt mir gerade ein, dass ich ja da noch was auf dem Grill liegen habe. Da, gut. Ja, Wasser nehmen wir mal mit. Brauchen wir ja, um das Ganze gleich zu bewässern. Sodele, schauen wir doch gleich mal. So, Licht an. Zack. Turn on. Fertilizer kann rein und Wasser kann auch noch rein. So, das wäre natürlich jetzt Verschwendung, wäre ich nur, ja, die Hälfte hier an Slots verwenden würde. Von daher kümmern wir uns da mal eben drum. Und holen uns noch ein paar Tomato Seeds. Das dürfte sowieso schon ausreichend sein. Die 5 Stück hier. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Hey, passt perfekt. Super.
Der Generator ist aus. Da müssen wir gleich mal gucken. Habe ich noch ausreichend Strom? Halt hier nicht. Da müssen wir hin. Ah ja, geht sogar. Das reicht noch vollkommen. Gut, ja, wir müssen ein bisschen die Basis reparieren, denn die ist ja hier noch beschädigt. Seit dem letzten Angriff habe ich da nichts repariert. Das heißt, es wird allerhöchste Zeit, ja, sich zu bandagieren. Nein, natürlich nicht. Das wird mir auch noch oft passieren. So, wir könnten aber auch gleich mal dieses Wandelement hier upgraden, sehe ich gerade. Das machen wir jetzt auch. Denn da steht schließlich der Kühlschrank in der Nähe. Gut. Wieder eine Eisenwand. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Das ist auch noch beschädigt. Wie schaut es hier aus? Ui, auch nicht gerade recht viel besser. Gut. Das ist alles noch ganz geblieben, mehr oder weniger. Ui, die Tür ist auch nicht mehr ganz. Wie schaut sie aus? Das passt noch alles. Und oben... Okay. Wurden die Wände auch beschädigt? Ja, warum wundert mich das nicht? Machen wir mal Licht hier. Oh, schaut auch nicht gerade recht viel besser aus. Die ganze Seite hier. Aber nun gut, was soll's. Reparieren müssen wir's ja. Hilft ja sowieso nicht. Gut, und nur noch dieses Element hier. Schön, dann haben wir das auch. Gut. Ich hoffe jetzt nur, dass die Jäger mich heute Nacht nicht wieder angreifen. Aber bisher schaut es eigentlich ganz friedlich und ruhig aus. Da draußen. Sehr schön. Nun gut, ich sag mal wieder vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von Subsistence. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.